Ja, hallo, willkommen im zweiten Video. Heute soll es darum gehen, Wegpunkte zu setzen und den Kurs einzuzeichnen. Unsere Piloten haben bis jetzt keine Wegpunkte, wissen nicht, wo sie hin sollen. Es gibt mehrere Art und Weise, Wegpunkte zu setzen. Ihr könnt jetzt hier auf dem MCU gehen, setzt hier einen, sucht euch hier Trigger Waypoint und setzt ihn nochmal. So, und jetzt müsstet ihr sagen, dieser Wegpunkt gehört zu diesem Flugzeug. Dieser Wegpunkt gehört auch zu. Ups, entfernen. Ihr könnt hier übrigens über Add Target oder hier Find Target oder Find Object. So, dieser Wegpunkt gehört auch zu diesem Flugzeug und dieser Wegpunkt soll mit diesem verbunden sein. Das ist die langwierige, komplizierte Methode. Ihr könnt auch eins machen, ihr klickt das Flugzeug an, drückt die linke Shift-Taste und sagt, erster Wegpunkt, Shift-Taste gedrückt halten, zweiter Wegpunkt, dritter Wegpunkt, vierter Wegpunkt. Ihr seht, die Wegpunkte sind alle mit dem Flugzeug verbunden, grün, und die Reihenfolge rot. So, dann habt ihr hier oben, hatte ich euch gesagt, sind Anzeigemodule. Ihr könnt hier die Pfeilrichtungen ausschalten und hier könnt ihr Objektmarkierung, also diese grün und rot sind die Tresors. Und oh, das weiß ich gleich gar nicht, was das hier ist. So. Zum Anfang hatte ich euch auch das mit dem Lineal erklärt. Mal kurzes Beispiel. Lineal, so zack. Jetzt steht da 8000 Meter. 2666 Meter. Und wenn ich jetzt klicke, sind das 900, also die obere Zahl 937 Meter ist der Abstand zwischen hier und hier. Und die Gesamtflugstrecke beträgt 3400 Meter. Löschen tut ihr das mit der Rückstelltaste und raus aus dem Lineal kommt ihr mit Escape. Wir gehen nochmal ins Lineal rein. Mal gucken, wie weit wir fliegen. Unsere gesamte Flugstrecke, also bis zum ersten Ziel sind es 1200. Dann so. So. Dann könnt ihr nachmessen, wie weit ihr geflogen seid. Und so, also unsere gesamte Flugstrecke beträgt 6000, ein bisschen kompliziert zu sehen, 6300 Kilometer, also knapp 6,3 Kilometer. So, jetzt müssen die Wegpunkte eine gewisse Höhe haben und einen gewissen Auslöseradius. Die Höhe deswegen, weil ihr dann wie so eine Art Träne im Spiel angezeigt bekommt und ihr dann die Höhe habt. Also die Höhe, der Auslöseradius soll 500 Meter sein. Die Priorität bedeutet nichts anderes, wie wichtig es den Objekten oder Flugzeugen ist, dorthin zu kommen oder Panzern. Low bedeutet, sie lassen sich auf jeden Fall auf einen Feuerkampf ein, verlassen auch den Wegpunkt. Medium müsst ihr euch so ein bisschen nach Verteidigung vorstellen. Sie fliegen so lange, wie sie nicht angegriffen werden. Auch wenn sie die anderen schon gesehen haben. Und High ist, auch wenn sie angegriffen werden, sie werden alles unternehmen, um diesen Wegpunkt zu erreichen. Das ist zum Beispiel bei Bombern der Fall, dass Bomber fliegen auf ihr Ziel zu, die wollen die Dinger loswerden. Dafür haben sie ja Jägerbegleitschutz, der sich dann um den Rest kümmert, dass er bei Bomber auf High stellen. So, okay, lassen wir mal auf Medium. Okay, Auslöseradius ist 500 und die Geschwindigkeit, die hier erreicht werden, also 250 Meter. So, jetzt seht ihr jetzt hier, wir können den Auslöseradius ein Stück runternehmen und wir ziehen ihn mal ein Stück weg von der Bahn. Also 250, mit 250 km/h Auslöseradius 300 Meter und die Höhe des Wegpunktes soll 500 Meter betragen. Das ist dann die Träne, ist dann hier, wenn ich im Spiel bin, wisst ihr, was ich meine, bewegt sich auf 500 Meter. So, dieser Wegpunkt soll ebenfalls eine Auslöse von 500 haben. Huch. Und wir machen mal 300. Die Geschwindigkeit soll 350 km/h betragen. Und die Höhe dieses Wegpunktes soll 700 betragen.
Wenn ich den jetzt kopieren würde, ich könnte jetzt zum Beispiel, ich lösche die mal zweimal raus, wenn ich, weil ich das nicht alles neu schreiben will, na, kann ich jetzt sagen, okay, ich nehme den mir, klicke den an, Shift links, Shift links, und damit habe ich die Werte gleich übernommen. Also er ist jetzt auch bei 700 Meter und er ist jetzt auch bei 700 Meter. Da muss ich das nicht alles neu machen. So, und dann sage ich, die Jungs sollen landen. Und dafür gibt es da einen Command Land. Das ist dieser, den setze ich hier auf die Bahn. Command Land muss in Landerichtung gedreht werden. Im Gegensatz zu Takeoff. Takeoff bewirkt nur, dass die KI die Maschine anwerfen. Also sprich, wenn wir hier on Parking sind, ist die Maschine ja aus. Und Command Takeoff gibt dann den Befehl, dass die Maschinen den Motor anmachen sollen. Können wir kleiner mit einbauen. So, jetzt soll Find Target nach Erreichen, nach Triggern dieses Wegpunktes soll das Kommando ausgelöst werden und du gehörst zu diesem Flugzeug. So, jetzt ist das erste. Jetzt noch eine andere Geschichte, die ihr unbedingt machen müsst. Zu Missionsbeginn, lasst, gibt dem Server Zeit, alles zu laden. Das sagt der Franzose, das sagen auch die Briten, Amis in ihren Tutorials. Deswegen, Missionsbeginn gibt es hier den Translator Mission Begin. Der löst aus, wenn die Mission geladen wird. Und dann gibt es hier den Trigger Timer. Doppelklick drauf, 3 Sekunden einstellen. So, Add Mission Begin. Jetzt wieder gibt es die Möglichkeit, Rechtsklick, Find Target. Ihr könnt über Find Target hier draufklicken. Oder ihr drückt einfach Shift T, wenn ihr schnell auf der Tastatur seid, geht auch. So, Mission, dieser wartet 3 Sekunden und nach 3 Sekunden wird dieser Wegpunkt zugewiesen. Wie gesagt, gibt dem so ein bisschen Zeit, das alles zu verarbeiten. Okay, Wegpunkt 1, Wegpunkt 2, Wegpunkt 3, Wegpunkt 4 und Landung. Und jetzt wollen wir das Ganze noch auf die Karte bringen. Und hier gibt es das Translator Icon. Damit malen wir. Okay, wir setzen als erstes hier eins hin. Und jetzt wollen wir das ja gleich miteinander verbunden haben. Dann setzen wir eins. Ach, halt, stopp. Machen wir noch nicht. Wir bestimmen gleich die Farbe und den Linientyp. Dann haben wir es hinterher nicht so schwer. Wir wollen schwarz haben. Schwarz ist 0, 0, 0. Und der Linientyp ist Position Typ 1. Und das hier ist, es wäre dann, wenn ihr ein Dogfight habt, wäre das jetzt für alle sichtbar. Da wäre es irgendwann mal eine Koop oder eine Singleplayer, ist es ja völlig wurscht. Und wir setzen den schon mal auf Waypoint. Nur die 2 ändern wir dann. Das ist dann erstmal egal. Okay. So. Und zwar drücken wir jetzt hier drauf. Zack. Ihr seht, die verbinden sich. Zack. 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 Und wir wollen hier landen. Zack. Okay. So. Das geht wieder aus. Der Wegpunkt ist auf 500 Meter Höhe. Und damit uns das auch in der Karte angezeigt wird, falls mal das rausgenommen habt, die Beschreibung, sagen wir hier auch 500 Meter Höhe. Und es ist Punkt 1. Okay, so, dieser Wegpunkt war auf 700, das weiß ich, also setzen wir den auf, jetzt habe ich die Properties wieder weggeklickt, setzen wir den ebenfalls auf 700 Meter und nennen ihn Punkt 2. Punkt 3.
Punkt 4. Das waren, muss ich kurz gucken, wie viel hat man hier? Sieb, auch 700 Meter. Wir nehmen, hier gehen wir schon mal runter auf 500. 500 Meter. Jetzt die letzten zwei. Dann haben wir einmal den Take-Off. Das ist der Start. Und hier haben wir die Landung. Und hier gibt es bestimmt Land. Okay. So, ihr seht, Pfeil runter, Pfeil hoch. Was wollten wir noch machen? Zu Missionsbeginn wollten wir ja, dass dann der Motor angeht. Also dafür setzen wir unsere Leute auf On Parking. So. Mission Begin habe ich schon hier unten. Wir könnten jetzt hier rüberziehen. Man kann auch mal mehrfach Mission Begin einsetzen. Deswegen machen wir hier wieder einen Mission Begin. Wir machen diesen obligatorischen Timer von diesem Verzögerer von 3 Sekunden. Und wir setzen hier das Kommando Take Off. Auch hier Find Target. Ach, halt, stopp. Wenn ihr euch mal verklickt habt, so wie ich jetzt gerade, kann man das da unten einfach mit der Entferntaste rausnehmen. Find Target ist der Trigger. Find Target ist das Kommando. Und welches, wem gehört es? Wir müssen das einem Objekt zuweisen. Find Object. Dadurch, dass es der Gruppenanführer kriegt, starten dann alle die Maschinen. Ihr werdet gleich sehen, unser Motor ist aus, wenn wir auf dem Flugfeld stehen. Das war's. Wegpunkte. Klick, 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 klick. Ihr könntet ja zum Beispiel hier auch noch eine Nachricht verbinden. Also wenn unser Flugzeug diesen Wegpunkt triggert, bedeutet das nicht, dass automatisch nur der zweite angeht. Wir können jetzt noch schnell ein was einfügen. Zum Beispiel Subtitle nehmen wir mal. Durée 10 Sekunden soll es angezeigt werden. Es soll zentriert werden. Und zwar Fahrwerk einziehen. Schöne Grüße an Jesus, in dem gehen hier mit raus, der immer das Fahrwerk vergisst einzuziehen. So, okay. Es wird zentriert dargestellt und wenn wir hier auslösen, Find Target, sollst du zum einen den neuen Wegpunkt auslösen und du sollst uns dieses Fahrwerk ausziehen, diese Nachricht ausgeben. Und das nennen wir MSG Message Fahrwerk. Das ist nur, damit wir dann wissen, was es da ist. So, speichern wir die ganze Geschichte. Und dann sehen wir uns im Spiel wieder. So, jetzt sind wir wieder im Spiel. Also ihr seht, hier steht Start. Punkt 1, 500 Meter Höhe, 2 Kilometer entfernt. 700 Meter Höhe, 700 Meter Höhe. Und das sind sogar die Entfernungen. Es war echt bewölkt, Wind weht Stärke 1 bis 2. Hier werden die ersten 5, fliegen sie eine Platzrunde über Lisa. Das hatte ich noch eingefügt, das hatte ich aber nicht mit auf Video. Ich habe es einfach mit hinter dazu geschrieben. Hatten wir ja schon, wie man Tutorial schreiben. So. Klicken wir auf Starten. Wir hatten ja auf Motor ist aus gemacht. Wir sind auf dem Runway, ne? Und die Kanzel ist dem Fall geöffnet. Und dann starten wir mal die Motoren. So, die Anti-KI hat schon gestartet. Die Motoren, ihr hört schon anlaufen. Die müssen gleich angehen. Ihr seht, die KI startet schon, also die hatten den Befehl deutlich, nach den 3 Sekunden kam dieses Kommando Take-Off für die KI, dass die Maschinen meiner startet. So, Kanzel schließen, damit wir sie nicht verlieren. Habe
habe ich gestern hingekriegt. Eigentlich sollte die sich schließen. Warum schließt die sich nicht? Jetzt schließt sie sich. Jo, dann ist da vorne die Träne. Da oben seht ihr sie. Auf, jetzt genau über meinem Namen. 1,79 Kilometer entfernt. Und da geht es auch hin. Und Attacke, wir starten. So, da müsste dann auch die Nachricht kommen. Fahrwerk einziehen, okay, wir sind bei Geschwindigkeit Hammer. Ich ziehe es trotzdem schon mal ein. Ganz schön sportliche Höhe gesetzt hier. Okay, Fahrwerk einziehen. Ja, wir haben den Wegpunkt ausgelöst. Der nächste Wegpunkt ist jetzt, wir sollen über Lisa fliegen, was wir auch tun. Ich nehme erstmal Gas raus. Ich gehe auf 09 Atta. Meter entfernt ist der nächste Wegpunkt. Wir haben einen Triggerbereich von 500 Meter, also müsste gleich auslösen. Oder hatten, wie viel hatten wir? 300, keine Ahnung. 300 hat man eingestellt. So. Da vorne wird dann der nächste Wegpunkt schon angezeigt, auf 2 Kilometer Entfernung. Wir befinden uns auf der, ihr seht, die Jungs fliegen uns hinter, fliegen wir hinterher. Huch, ich wollte ja höher. Die KI folgt uns, weil wir, wie gesagt, Wegpunkte haben. Und wir gehen in die letzte Runde. Da ist unser Flugplatz. Ich nehme schon mal das Gas raus. Er ist zu hoch, also ist zu knapp gewesen. Da kommt jetzt das Kommando Landung. Ich drehe aber nochmal eine Runde, weil sonst schlage ich hier ungespitzt in den Boden auf. Okay, Flugplatz dürfte hinter mir sein. Kompass und einer. Wir gehen auf 240 Grad. Ich meine, wir sehen, wir kriegen es auch anmarkiert. Unser Landungssymbol reicht noch nicht. Scheiße. Ich bin noch nicht so ein Weltmeister mit reinkurbeln. Andere können das wesentlich besser. Was ist unsere eigene Geschwindigkeit? 300 reicht eigentlich. Okay, Landeklappen raus. Landeklappen sind draußen oder werden rausgefahren. Fahrwerk raus. Landeklappen dürften unten sein. Oh, und jetzt kommt wieder meine Spezialdisziplin, Propeller verbiegen. Sag ich doch. Jedes Mal aufs Neue. So, ihr seht, die KI macht sich fertig zur Landung. Sie hat das Fahrwerk draußen. Da oben ist einer. So, die KI zeigt jetzt mal, wie es funktioniert.
zum Herold runter und jetzt macht sich Nummer 2 bestimmt bereit zur Landung und so weiter und so fort. Also ihr seht, es funktioniert. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Danke fürs Zuschauen.